Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Avengers mit Arezu. Ich bin Arezu und wir wollen den Agents of S.H.I.E.L.D. ein bisschen helfen. Auftritt die Avengers, Gefahrensektor, machen wir. Als Tony Stark. Warum? Weil ich hoffe, dass dort Aufstandsbots sind, denn die brauchen wir für seine Missionsreihe. Stufe hoch, angeblich schon wieder, aber das sollte noch aus der letzten Mission sein, ja. Den Punkt haben wir schon vergeben. Dann Mission starten. Wir sind bei 33 Kraft schon. While on recon in Manhattan, several S.H.I.E.L.D. agents have been waylaid by AIM forces. Commander Hill has asked for the Avengers' help. Gut, dann werden wir wohl helfen. Ja, und gleichzeitig kämpfen wir an der Ostküste, was für Nick Fury gut ist. Aber ich glaube, da sollten wir eher in eine Abwurfzone gehen. Falls wir noch Zeit haben am Ende der Folge und wir schon die Aufstandsspots fertig haben, machen wir das vielleicht. Warten. Und da sind wir. Attempting to locate the S.H.I.E.L.D. agents and will update your HUD shortly. AIM will most certainly try to hamper your progress. Be careful. Gut. Sollen sie ihre Aufstandsspots schicken? Bei den Aufstandsspots stand, dass die in vielen Großstädten sind, ne? Und das hier, also diese Gefahrensektoren scheinen wirklich zu sein, man ist in der freien Welt. Es ist ähnlich wie die Bunker offenbar. An elite AIM team is close by and on alert. Updating your HUD. Okay, haben wir sonst noch Dinge? Einige. Gehen wir erst einmal da hinten hin. Gehen in Anführungszeichen. Licht an, aber niemand arbeitet. Oh man, sind wenigstens die Computer runtergefahren. Ja, auf dem Radar ist nicht so das Problem, ne? Solange wir den nicht außersehen reinlaufen. Hi, Leute. Hab ein paar. Au. Au. Ich versuche gerade ein bisschen auszuweichen, statt zu blocken. Okay, hier haben wir eine Tür und hier haben wir einen Schalter. Das war einfach. Okay, ist auch nur eine silberne Kiste. Ein paar Units, ein Reaktor, sehr schön. Oh, der ist nicht besser als der, den ich hatte. Okay. Ah, verdammt, ich darf nicht über die Gebäude fliegen, ne? Ja. Ist hier jemand zu Hause? Hallo? Das sind alles Bürogebäude, ne? Okay, das hier sieht nach einem Privatraum aus, ja. Aber auch niemand da. Hallo? Hallo? Wurde die ganze Stadt evakuiert schon wieder? Circa 130 Meter da lang. Das ist einer der nervigsten Aspekte dieses Spiels, dass man nicht über Gebäude fliegen kann mit den fliegenden Charakteren. Okay, hier können wir einfach so einsammeln. Sehr schön. Der Raum kommt mir bekannt vor. Hallo. Au. So viele Explosionen. Okay, wo wollen wir hin? Da hinten. Jane ist wieder in ihrem Tor-Slang. Wessen? Da. Okay, da hinten haben wir ein paar Inhumans, die wir retten können. Keeper. Ich will keine Keeper, ich brauche... Oh, Aufstandsbots. Hm.
Und zack. All systems are go. Boom. Moment mal. Die fallen nicht mal vom Himmel. Das ist ja schlimm. Ja, dieses Spiel sorgt nicht dafür, dass man sich wie ein mächtiger Avenger fühlt. Wenn man die Raketen auf die alle schießt und die nicht mal runterfallen. So, das haben wir. That did it. Theo, work your magic. You're safe now. Okay, da hinten haben wir noch was. Immer schön weiter nach Aufstandspots suchen. Da hinten haben wir eine Kiste. Au. Regen! Ups, bin nicht sicher, ob jetzt. Oh, verdammt! Ob da irgendwas irgendwen getroffen hat eben. Das hier sammeln wir mal schnell ein. Und wechseln auf die Repulsoren. Na. Ach voll, Moment. Ach verdammt, ich habe irgendwann kürzlich schon mal aus Versehen meine 1er-Fähigkeit benutzt. Und ausschalten. Sehr gut. Nein, das kriegen wir so nicht auf. Können wir hier einfach durch? Nein. Moment. Ist überhaupt das andere Ziel da hinten? Ja. Kann ich einfach vorbeifliegen? Ja, warum nicht? Zack. Au. Heads up, we got company. So. Dann haben wir die. So, wir warten, bis die anderen das sind. Es piept und piept und piept. Ich nehme an, das bedeutet, dass wir Schaden nehmen. Kannst du mal bitte kaputt gehen? Also, okay, sie arbeitet da gerade dran und. Okay, ich hätte unterstützen können. Habe ich aber nicht. Gut. Eine Panzerung haben wir noch bekommen. Sehr schön. Und ja, hier dürfte jetzt gerade nichts weiter sein. Nee. Okay, dann haben wir da hinten nochmal was. Können wir die Dinger irgendwie markieren? So nicht. Vielleicht nochmal mit V? Nee. Okay, dann sammeln wir das noch ein und dann gehen wir zum Hauptziel der Mission, ne? Ich habe nicht... Ja, das sind solchen Proto... Solchen Proto-Sintoiden. Das sind nicht die, die ich suche. Ich suche direkt welche, die als Aufstandsspots markiert sind. Hier haben wir Roxxon, eine bekannte Marvel-Firma. Auch im MCU durchaus zu sehen gewesen. Zum einen in Cloak & Dagger, zum anderen in Agent Carter. Und ich denke in Agents of S.H.I.E.L.D. wurde sie zumindest erwähnt. Hm.
Oh, hi, Leute. Schuss, Leute. Wo sind... Nehmen wir mal übrig? Na gut. Und wir bekommen hier einmal so ein extra Ding. Ich weiß nicht, wie... Ja, Upgrade-Modul, genau. Genau das wollte ich sagen. Lass mir mal auch bitte ein paar Last Hits. Ich brauche die für eine Quest. Das ist ein normales Avengers-Gespräch. Nur normale Avengers, bitte. Da hinten haben wir ein paar Gegner. Every member of the elite team must be defeated. Kein Problem. Ah, nervig. Geblockt, das ist auch nervig. Au. Au. Sollte ich nicht eigentlich inzwischen eine Fähigkeit haben, mit der der Laser da durchgeht? Hatten wir das nicht extra so geskillt? Hat er das Heart Attack genannt? Das ist schon irgendwie cool. Au. 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 Okay, so langsam könnte ich ein bisschen... Another agent down. So, der ist erledigt. Sehr schön. Einer ist da hinten noch. Okay, der hat ein bisschen Pimperty gehabt bekommen, vermute ich. The team are no longer a threat. Sehr gut. Und die anderen sind einfach verpufft, wie es aussieht. Gut, wir können noch weitergehen. Neues Einsatzziel, zum nächsten Ziel vorrücken. Den Aufzug benutzen, kriegen wir hin. Hoffe ich. Ich glaube, dafür bin ich kompetent genug. Kein Smalltalk. Ach komm, das Spiel enttäuscht mich immer wieder. Ich hatte vermutet, dass es irgendwann aufhören würde, aber nicht so schnell. Ich meine, wir haben hier Widow und Tony drin. Zwei neuere Charaktere, ja, aber... Au. Erledigt, sehr gut. Die Geschütze zählen leider nicht als Gegner. Head for the terminal, so I can get you inside the lab. Okay. Kriegen wir hin. Wie komme ich da oben rein? Das habe ich mich schon mal gefragt. In der früheren Mission. AIM units on radar!
Moment, dort gibt es eine Tür auf der anderen Seite. Okay. Wie kriegen wir diese Tür auf? Wir haben 4 Knöpfe. Okay, das ist... Da ist keiner. Hier haben wir noch Zeug. Zeug nehmen wir natürlich mit. Da ist auch keiner. Nee, gut, das kann man nicht mal kaputt machen. Also hier hinten ist kein Knopf. Kann mal jemand den Alarm ausschalten? Okay, hier haben wir einen Knopf, auf den man einfach rauftreten kann. Hier haben wir ein Terminal, das wir so öffnen können. Okay. Weiß nicht, ob das auch für da unten ist. Schauen wir doch mal nach. Nein, das blinkt hier jetzt rum. Aber das ist offenbar nicht das Richtige gewesen. Ich meine, wir haben neue Gegner dafür bekommen, aber das ist nicht wirklich, was ich wollte. Bisschen nervig, wenn die nicht runterkippen. Okay, aber... Okay, ich habe das hier gemacht. So, und jetzt komme ich hier durch. Okay, wunderbar. Das war für das hier oben. Sehr schön. Und ein paar Fragmente haben wir hier auch noch. Nicht, dass ich denke, dass wir sie brauchen, aber... Gut, zurück geht's. Hier haben wir, wie gesagt, den einen Knopf. Wenn wir den betätigen, gucken wir jetzt hier unten, ob das... Ja, das ist einer... Okay, wir brauchen Knöpfe. Aha, da haben wir auch noch einen. Okay, wir haben 2. Wir brauchen insgesamt 4. 4 Knöpfe. Hier haben wir noch einen. Haben wir hier hinten noch irgendwo einen? Ja, da. Ah. Eine goldene Truhe. 50, also 50 Units und noch anderes Zeugs. Und wir gehen auf 37 Kraft damit. Das ist nicht schlecht, denke ich. Und ich denke, es ist Zeit, die Mission abzuschließen. Da. AIM's network is equipped with a multi-point authentication system. I need access to multiple terminals. The more the better. Okay. AIM will attempt to initiate a shutdown protocol if they gain access to the terminals. You cannot let them. Poor Sap. Hey. Beginning infiltration. AIM is trying to remove me from their systems. Ja, ich kümmere mich drum. Auch das ist eine nervige Mission. Ich sagte doch, ich kümmere mich drum. That helps, thank you. Okay, Tor hat das. Hallo. I'm inside AIM security system. Sehr schön. Und A ist umkämpft. Beginning infiltration. A ist nicht mehr umkämpft. Ich weiß, in den Rücken schießen ist nicht so die feine englische Art, aber Tony ist ja auch kein Engländer.
AIM is trying to remove me from their systems. Wo? B. Okay. Hi, Leute. That helps, thank you. Ow. Ow. The shutdown protocol is progressive. Sehr schön. That helps, thank you. Und zack. I'm inside AIM security system. Stand a chance. Hard attack. Kosmische Bedrohung Quest abgeschlossen, sehr schön. That helps, thank you. AIM Security Network. Ist die Energie ausgegangen? Ah, nicht wirklich. Au! Nicht wirklich relevant, wollte ich sagen. Ups. Okay, erledigt. Aufzug benutzen wird gemacht. Kein Problem. Ich hatte angenommen, dass wir... Achso, jetzt kommt der Smalltalk, ne? Oder auch nicht. Smalltalk offenbar nur in Bunkern. Obwohl, ich habe noch nicht alles getestet, also... Ah, gleich. Das hier ist noch wichtig. Hallo. Verzeihung. Muss ich erst böse werden? Ja, ich glaube, Tony wird nicht mein Favorit. Einfach dadurch, dass ich vom Hulkbuster so wenig überzeugt bin hier. Ich meine, er ist schön stark, das sicher. Okay, kosmische Bedrohung haben wir schon wieder Gegner besiegen. Und machen wir. Okay, wir werden den Unis beamen wieder. Und Laser. Und uns ist die Energie für den Laser ausgegangen. Das wäre auch noch cool, wenn wir intrinsische Energie für die verschiedenen Waffensysteme hätten, die sich langsam aufladen würden und wir dadurch zu einem steten Wechsel gezwungen wären. Okay. Mission abgeschlossen. Auftritt die Avengers. Gut, wir haben 250 Units bekommen. Und ein bisschen 40er Ausrüstung. Finde ich auch. So, wir haben Zeugs bekommen. Wir können Zeugs wegmachen. Mal sehen, ob wir
Nee, okay. Bei den Artefakten haben wir auch nichts anderes jetzt. Zack, zack, zack. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt nicht wirklich an, was die Dinge so machen. Weil wir das... Weil wir sowieso wesentlich höheres Zeug dann später haben werden. Und viel zu schnell das eben wechseln. So. Wenn wir nur alle paar Missionen was wechseln würden, würde es sich vielleicht auch lohnen, sich das anzugucken. Aber so. Fähigkeitspunkte haben wir 3 weitere. Okay. Mionenschrotflinte könnten wir uns holen. Lasertreffer. Links, links, links. F um. Ja, okay. Für weitere Laserangriffe. Energielanze. Ah, jetzt. Das hatte ich noch gar nicht geholt. Okay. Und. Feurige Klinge. Ich dachte, ich hätte die Dinger schon geholt gehabt. Okay. Ja, dann habe ich nicht bekommen, was ich eigentlich wollte. Dann fortfahren, danke. Wir wählen mal aus. Ich möchte jetzt Dinge nachgucken. Erstens, wenn wir hier an der Ostküste nachgucken, haben wir jetzt diese Mission immer noch. Ja, Auftritt die Avengers ist weiterhin da. Das heißt, das ist auch nichts, das nur jetzt durchrotiert, dass man einmal abschließt und das dann weg ist. Ich denke, die Schurkensektoren werden jeweils Gegner haben. Wir haben hier Abomination drin, wir haben hier Taskmaster drin. Das heißt, die sollten auf jeden Fall interessant sein. Aber dort haben wir auch diese Symbole für mehrere Leute. Ich meine, da steht 1 bis 4 Spieler. Ich hoffe, dass ich es mit einzelnen, also dass ich es einzeln hinkriegen kann. Okay, wir wollen kein schnelles Match. Nein, wir wollen zum Helicarrier, zum Außenposten. Ich möchte nämlich mal beim Händler vorbeischauen. Obwohl, wir sind schon bei... Ja, wir sind bei 27 Minuten. 3 Minuten haben wir noch, ne? Inventartresor sollte leer sein. Fast leer. Okay, stimmt. Wir haben hier das eine für Thor. Das heißt, wir müssen irgendwann einfach mal Thor spielen, um das dort einzusammeln, ne? Okay, wunderbar. Und... Oh, Moment mal, wie... Na okay, wir können hier sprinten, das ist ein Sprint, aber... The return of the Avengers sparked an armed response from advanced idea mechanics, to the point where many felt AIM crossed lines and overstepped their authority. We witnessed a near tragic... Ja, okay, das ist das, was wir schon erkennen. So, schauen wir uns mal an, was wir haben. Wir haben Emotes, Heldenanimationen, die immer ausgelöst werden kann, wenn du auf festem Boden bist. Drücke hoch, um zu aktivieren. Okay. Bestätige Emote. Also, wir müssen auch... Na, müssen nicht, aber wir können die Emotes... Moment, die Emotes kosten 5000... Okay, das hier nur 1200... Okay. Das hier sind Namensschilder, nicht so wichtig. Wenn man besonders cool ist, dann klar, aber... Gulag-Outfit für Hawkeye. Biker-Outfit für Hawkeye. Herz-Outfit für Hawkeye Junior. Zivilist-Outfit für Thor. Versuchsobjekt-Outfit für Cap. Codename Mary für Widow. Das ist nicht so das Beste, ne? Gefahr für Widow. Tapferkeit-Outfit für... Achso, wir können eher für Vorschau drücken. Okay. Das hier, das ausstrahlende Outfit, gefällt mir. Ja, wir schauen uns das mal... Aber, da ich mir ziemlich sicher bin, dass wir Iron Man nicht als unseren Primärcharakter hier wählen, werde ich mir das jetzt nicht holen. Okay. Ja, wir haben es uns mal angeguckt. Ja, hier könnten wir uns auch Zeugs kaufen. Moment mal. Achso, ja, klar. Das hier dürfte... Moment, ist das Hawkeye oder Hawkeye Junior? Das hier dürfte Hawkeye Junior sein, ne? Ja, das hier ist Hawkeye. Ja, dadurch, dass die noch nicht aufgelevelt sind, bekommen sie noch kein hohes Zeug. Also da lohnt sich das Kaufen auch noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal die Folge. Und nächste Folge... Ja, weiter mit Iron Man wahrscheinlich umherfliegen. Hoffen, irgendwann mal Aufstandspots zu finden. Obwohl, Moment, wir können noch ganz kurz mal nach oben gehen. Hi, Nick. Nick, willst du nicht mit uns reden? Gut. Haben wir hier gerade noch irgendwas zu erledigen? Okay, wir haben 2 dieser Dinger erledigt. Hier haben wir 1 dieser Dinger erledigt. Und das war's. Dann möchte ich trotzdem mal hier Einsatzziele. Wieder im Einsatz. Okay. Garantierte Belohnung kosmetisches Objekt und garantierte Belohnung Darkhold.
Oh, das Darkhold, das ist das Büchlein, das wir aus Doctor Strange and the Multiverse of Madness kennen. Okay, ja, ich muss noch eine Abwurfzone in der Ostküste abschließen. Ja, vielleicht machen wir mal Pause davon und gucken uns in der nächsten Folge Operationen noch an. Vielleicht sollte ich wirklich die Story erst einmal weitermachen und dann den ganzen Rest uns angucken. Okay. Ich wechsle schon wieder zwischen ich und wir. Das ist seltsam. Okay, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.